Hallöchen. Ihr seid euch nicht sicher, ob ihr Helldivers 2 mal antesten sollt und ob ihr euch's kaufen sollt? Dann ist das genau das richtige Video von uns, denn wir gucken uns Helldivers 2 hier an. Das ist so ein kleines First Impressions Video. Wir haben es jetzt ein paar Stunden gezockt und ich teile hier mal meinen Eindruck von dem Game mit euch. Helldivers 2 ist von Sony bzw. den Arrowhead Studios. Die haben auch das Original gemacht, also Helldivers 1 in dem Sinne. Allerdings unterscheidet sich Helldivers 1 schon sehr von Helldivers 2. Wie man hier sieht, war das damals so eine Top-Down-Geschichte. Und Helldivers 2 ist halt ein voll ausgewachsener Run-and-Gun-Shooter, den man in der Third-Person-Ansicht spielt. Man kann auch durch Scope tatsächlich rein ADSen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, und das ist so meine erste Meinung zu dem Spiel, das ist ein Spiel, was komplett in Third-Person gespielt werden sollte. Es sei denn, man hat vielleicht die Sniper-Rifle. Dann kann man durchaus mal durch Scope gucken. Aber ich finde, es spielt sich einfach besser in Third-Person. Helldivers 2 ist, wenn man sich das so anguckt, ein eigentlich recht simpler Run-and-Gun-Shooter. Wenn man Vergleiche sucht, dann landet man definitiv sehr schnell bei Starship Troopers oder auch Terminator in Anteilen. Aber Freiheit ist nicht umsonst. Nein! Süße Freiheit! No! Kennen Sie das? Die ganze Ästhetik und der ganze Humor ist aber definitiv sehr Starship Trooper-like. Wie schmeckt euch die Freiheit? Also, wer diese Filme schon mochte, das heißt die Ästhetik dahinter und den Humor, dieses übertrieben Patriotische, der wird hier auf jeden Fall auf seine Kosten kommen, was den Humor angeht. Ich bin ein Riesenfan von Starship Troopers und diesem übertriebenen militärisch-patriotischen Humor. Bei mir hat es also komplett den Nerv getroffen. Schon alleine die Anfangssequenz, also das Tutorial, was man durchläuft, erinnert super stark an das Training aus Starship Troopers. Aktivieren Sie jetzt den Verletzungssimulator. Da kommt er, ein Terminit, die Geißel der Freiheit. Volltreffer, Soldat! Räuchern Sie das Nest jetzt mit einer Granate aus! Was für ein ungeheurer Wurfarm! Also, wer mit diesem Humor klarkommt, wird das auf jeden Fall schon mal lieben. Was das Gameplay angeht, darf man jetzt nicht einen zu komplizierten Ansatz erwarten. Wie gesagt, auf der Oberfläche ist es ein relativ simpler Shooter. Man läuft durch die Leveln und schlachtet im Prinzip Horden von Bugs oder Robotern ab. Was man auch sagen muss, ist, dass der Launch von dem Game nicht ganz reibungslos abgelaufen ist. Also auch wir hatten in den Sessions ein paar Crashes. Man konnte sich eine Zeit lang auch nicht zu den Servern verbinden. Da hoffe ich, dass das relativ schnell gefixt wird. Denn wenn man so eine Mission macht und dann mittendrin oder fast am Ende rausgeschmissen wird, ist das natürlich ein bisschen frustrierend auf Dauer. Das sind aber Dinge, die man schnell in den Griff kriegen wird, denke ich. Und seien wir mal ehrlich, welcher Launch ist schon perfekt in der heutigen Gaming-Welt? Das Spiel gibt es zurzeit für PC und PS5, da es ja von Sony ist, also die Xbox-Spieler müssen da leider in die Röhre gucken, kostet gerade so um die 40 Euro. In diesem Spiel seid ihr ein Einwohner der Supererde, der rekrutiert wird, um Demokratie und Freiheit in der Galaxie zu verbreiten. Ihr steigt ein mit diesem lustigen Tutorial, wie ich finde, und landet dann danach direkt auf eurem eigenen Schiff. Dem könnt ihr auch einen Namen geben. Ihr könnt euch da Wortkombinationen aussuchen, die dann auch nachher von außen zu sehen sind. Mein Schiff heißt zum Beispiel Mutter der Zerstörung. Aber da gibt es so einige Kombinationsmöglichkeiten. Das Schiff dient als Hauptquartier. Hier könnt ihr neue Call-Ins kaufen, euer Schiff upgraden, was euch dann hier und da ein paar Perks gibt. Und hier navigiert ihr euch auch durch die große Galaxie, wo ihr dann entweder gegen die Terminiden, also die Bugs, oder gegen Roboter kämpft und denen Demokratie und Freiheit bringt. Ich kann einfach nicht oft genug wiederholen, wie gut ich diese Atmosphäre und diesen Vibe von dem Spiel finde. Wie gesagt, Starship Troopers, einer meiner All-Time-Favorites. Vielleicht bin ich auch deshalb so gehypt von dem Game. Mir gefällt das einfach super. Und das spiegelt sich einfach komplett wieder in allem. In den übertriebenen Namen, den man seinem Schiff geben kann. In den Voicelines, die die Soldaten während dem Kampf raushauen. In den zufälligen Nachrichten, die ihr irgendwo auf den Missionen findet. Das alles zusammen ergibt halt irgendwie in dem Spiel einen sehr stimmigen Vibe, was ich schon mal sehr feier. Also wie gesagt, von der Galaxiekarte in eurem Schiff reist ihr dann zu den Planeten und hier bekommt ihr dann Missionen, die offen gesagt relativ einfach gestrickt sind. Also ihr müsst irgendwie ein paar Eier von der Brut zerstören oder Startcodes besorgen, um dann auch eine Rakete zu starten oder einfach nur viele Gegner töten und den Planet reinigen sozusagen. Ganz interessant ist, dass es hier einen Overall Score gibt. Also ihr seht immer, wie viele Soldaten aktiv sind, also in Echtzeit, wie viele gestorben sind und auch
bei den Planeten seht ihr einen Overall-Score und jeder, der online spielt, trägt sozusagen ein kleines bisschen dazu bei, dass dieser Planet befreit wird und ihm Demokratie gebracht wird. Bei den Missionen, auf die man geht, hat man ein Hauptziel. Man kann aber auch ein paar Nebenziele erfüllen, den Teil des Planeten, auf dem man da gerade ist, ein bisschen erforschen. Munition, Währung, verlassene kleine Outposts finden, ist aber eigentlich immer fokussiert auf das Hauptziel. Man hat eine Zeitvorgabe, in der man die Mission erfüllen muss. Das ist aber, soweit ich das jetzt beurteilen kann, nur eine grobe Vorgabe. Denn ist diese Zeit abgelaufen, verlässt nur das Mutterschiff sozusagen den Orbit und kann euch dann keinen Support mehr bieten. Das heißt, alle Call-ins sind dann nicht mehr available und man hat es dann sozusagen noch viel schwerer, die Mission zu erfüllen. Allerdings kann man trotzdem extracten und die Mission beenden, soweit ich das zumindest verstanden habe. Das Pacing bei den Missionen ist eigentlich ziemlich gut gewählt, finde ich. Man kann das relativ schnell spielen und sich nur um das Main Objective kümmern. Man kann auch ein bisschen rumwandern, wie gesagt. So bringt das Ganze doch ein bisschen Abwechslung in das Spiel und kann einen manchmal auch echt stressen. Am Anfang fangt ihr mit leichten Missionen an, könnt euch dann aber höhere Schwierigkeitsgrade freischalten. Und was wir gesehen haben, gibt es insgesamt 9 Schwierigkeitsgrade, in denen ihr Missionen spielen könnt. Und ich muss sagen, das wird irgendwann ziemlich knackig. Je höher man damit der Schwierigkeit geht und je weiter man kommt, gibt es auch mehr verschiedene Gegnertypen. Da kommt dann zum Beispiel schon mal ein riesiger, gepanzerter Käfer auf einen zugerannt. Wie weit sich das erstreckt, die ganze Diversität in diesem Gameplay, kann ich leider jetzt noch nicht beurteilen, weil, wie gesagt, es ist so ein First-Impression-Ding hier. Deswegen weiß ich noch nicht wirklich, wie das mit der Langzeitmotivation aussieht bei dem Spiel. In den ersten paar Stunden, in denen wir gespielt haben, ging es auf jeden Fall ganz gut weiter. Und auch die Settings zwischen Terminiden und Robotern unterscheiden sich in der Stimmung echt stark voneinander, sodass das auch irgendwie nicht langweilig wird. Bei dem einen fühlt man sich wie Starship Troopers, bei dem anderen fühlt man sich wie in einer postapokalyptischen Terminator-Welt. Aber das Gameplay. Das Gameplay macht's einfach in diesem Game für mich. Das fängt schon bei der Waffenmechanik an. Im Tutorial wird euch noch gesagt, wenn ihr stillsteht, schießt ihr am genauesten. Ja, das ist ein guter Tipp und vielleicht auch ein bisschen sarkastisch gemeint, weil irgendwann auf den schwierigeren Missionen könnt ihr einfach so gut wie gar nicht mehr stillstehen. Dann kommen so viele Bugs hinter euch her, dass ihr eigentlich ständig in Bewegung seid und irgendwie einfach nur noch in die Horde reinspammt. Was aber ein richtig geiles Gefühl gibt, wie ich finde. Überhaupt ist das Gameplay so schön nuanciert, gebalanced, dass das einfach nur Spaß macht. Es gibt so viele kleine Sachen, die dann, wenn man sie zusammennimmt, einfach einen super guten Mix ergeben. Zum Beispiel könnt ihr auch nur ganze Magazine nachladen. Das heißt, ihr müsst immer darauf achten, wie leer euer Magazin gerade ist oder am besten es komplett leer schießen. Denn Munition, die ihr mit einem alten Magazin wegschmeißt, kommt quasi nicht mehr wieder. Also ihr habt so eine Mechanik, dass ihr nur ganze Magazine nachladet. Außerdem gibt es auch kein Auto-Reload. Das heißt, ihr müsst immer manuell nachladen, wenn eure Waffe leer ist. Ihr kriegt dann natürlich einen kleinen Cue, meine Waffe ist leer oder es klickt nur noch. Und dann kann das schon mal auch wieder in Stress ausarten, wenn ihr dann plötzlich vor so ein paar Riesenbugs steht und eure Waffe leer ist. Es gibt Friendly Fire. Das heißt, man muss echt aufpassen, wo man hinschießt oder wo man hinläuft. Es passiert nicht nur einmal im Chaos des Gefechts, dass man einen seiner Mitspieler erwischt. Was aber dann auch wieder halt so einen lustigen Faktor dem Spiel gibt, was halt nicht jedes Spiel hat. Einziger Wermutstropfen für mich so ein bisschen ist, dass so ein bisschen die Vertikalität in dem Spiel fehlt. Das heißt, ihr könnt nicht springen, ihr könnt nur auf so ein paar Sachen immer raufklettern, über Steine klettern. Es gibt allerdings nicht die Möglichkeit zu springen. Das ist vom Movement her so ein kleiner Wermutstropfen, womit man aber eigentlich auch relativ gut klarkommt. Dann gibt es natürlich die Call-Ins. Und das ist einfach die Kirsche auf dem Sahnehäubchen von dem Spiel nochmal. Ihr könnt euch im Laufe des Spieles halt verschiedenste Call-Ins oder Support-Drops freischalten. Da gibt es vom ganz normalen Orbitalschlag über MG und Gatling-Turrets bis hin zu neuer Munition, die ihr euch anfordern könnt. Airstrikes, Napalm, ich glaube eine Nuke kann man sich irgendwann auch freischalten, wenn ich das richtig gehört habe. Und die machen einfach nur riesigen Spaß. Auch die Art, wie man sie anfordert, denn ihr müsst eine Tastenkombination eingeben. Ihr könnt also nicht einfach nur auf das Menü klicken und dann habt ihr diesen Airstrike oder was auch immer in der Hand. Nein, ihr müsst im Stress des Gefechts eine Tastenkombination eingeben. Sagen wir links, rechts, oben, unten, links, rechts. Und dann könnt ihr erst das gewählte Item anfordern. Das gleiche gilt auch für den Nachschub an Menschen. Also sprich, euer Buddy ist tot und ihr müsst ihn neu anfordern, damit ihr wieder Unterstützung habt. Das alles macht ihr über dieses Menü mit den Kombinationen und das kann im Stress des Gefechts ganz schön hektisch werden. Wenn ihr die richtige Kombination finden und eingeben müsst, aber gleichzeitig von 30 Bugs verfolgt werdet. Das ist herausfordernd und auch stressig bei Zeiten, aber ich muss sagen, irgendwie in einer guten Weise, die Spaß macht, die nicht frustriert auf Dauer. Es ist eher lustig, wenn man es verkackt, als dass man sich da mega drüber aufregt.
Ein weiterer kleiner Wermutstropfen ist, dass ihr eure Waffen nicht upgraden könnt. Also es gibt kein Attachment-System oder ähnliches, wie man es heute von Shootern eigentlich gewöhnt ist. Es gibt natürlich mehrere Waffen. Also ihr könnt euch Raketenwerfer, verschiedene MGs, einen Flammenwerfer oder auch einen riesen Laser freischalten und den dann mitnehmen. Allerdings, wie gesagt, arbeitet man eher darauf hin, neue Waffen freizuschalten, als zum Beispiel Attachments, um die Waffen zu verbessern. Da gibt es aber dann auch wieder so kleine, aber feine, schöne Mechaniken, wie zum Beispiel gibt es eine Recoilless Rifle, also im Prinzip einen Raketenwerfer, den man nachladen muss. Und wenn jetzt einer von euren Buddies den Munitionsrucksack mitnimmt, kann der euren Raketenwerfer, während ihr schießt, ziemlich schnell nachladen. Überhaupt ist das Spiel definitiv auf Teamplay angelegt. Man kann es natürlich auch alleine oder mit Randoms spielen, aber ich glaube, es macht einfach 500% mehr Spaß, wenn man mit Freunden reingeht und so das Game spielt. Es gibt Microtransactions. Das muss man natürlich auch ganz klar hervorheben. Es gibt zwei Arten von Battle Passen. Damit habe ich mich jetzt noch nicht wirklich auseinandergesetzt, aber es gibt einen freien und einen bezahlten. Und man kann sich mehr von dieser Currency kaufen, damit man schneller seine Sachen ableveln kann. Ja, das gibt es in dem Spiel. Muss man ganz klar sagen, bin ich kein Fan von, vor allem bei Titeln, für die man sowieso schon bezahlt hat. Allerdings verstehe ich auch, dass man heutzutage länger an Spielen entwickelt, als es früher der Fall war. Also muss man auch weiterhin mit den Spielen irgendwie Geld verdienen. Früher waren es DLCs, heute ist es Microtransactions. Wenn der Content stimmt, der dadurch rauskommt, über längere Zeit gesehen, wenn es zum Beispiel demnächst noch weitere Gegner geben wird, nicht nur Roboter und Bugs, sondern auch, was weiß ich, irgendwelche anderen Gegnertypen und die Updates kommen, dann ist das für mich völlig okay, denn man kann entscheiden, will ich halt den Grind oder will ich halt die Abkürzung mit echt Geld nehmen, dann ist es für mich irgendwie okay, es ist nicht schön, aber es ist manageable. Nur, kleiner Heads up, das ist auch in diesem Spiel vertreten. Also, wenn ihr Bock auf so ein Spiel habt, auf einen Third-Person-Shooter, wo es tatsächlich um Shooten geht, und zwar eine Menge davon und die ganze Zeit. Wenn ihr darauf steht, mit euren Buddies Horden und Horden von Gegnern niederzumähen, mit großen, riesen Explosionen und fetten Knarren, dann könnte das Spiel auf jeden Fall was für euch sein. Vor allem, wenn ihr Starship Trooper-Fan seid. Das möchte ich nochmal hervorheben. Es gibt Starship Trooper-Games. Extermination hieß, glaube ich, das letzte, was rausgekommen ist. Aber dieses Spiel, Entschuldigung, macht es besser als die Starship Trooper Games. Das Gefühl, das Feeling, der Vibe haben die einfach auf den Kopf getroffen hierbei und mir macht es auf jeden Fall riesen Spaß. Habt ihr es schon gezockt? Wollt ihr es euch holen? Hat euch mein kleines Video vielleicht bei der Entscheidung geholfen? Lasst auf jeden Fall einen Daumen da. Wenn ihr mehr davon wollt, abonniert den Kanal. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! Ein echter Held.